Moin YouTube, liebe Messerfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es gehen um ein Medford, das mir freundlicherweise vom Thomas P. zur Verfügung gestellt worden ist. Den Link zu seinem YouTube-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut einfach mal rein. Und der Thomas hat sich schweren Herzens für ein paar Tage von seinem Medford getrennt. Ich habe ja eben im Auspack-Video schon ein paar Scherze darüber gemacht und auch erzählt, was hier mit dem Paket passiert ist. Schaut da bitte auch einmal rein, wenn ihr meinen etwas schrägen Humor nicht zu peinlich findet. Ja, das Ganze kommt hier in dieser Kunststoffverpackung, dem Messer angemessen, würde ich sagen, denn die Medford sind ja auch als sehr, sehr robuste Messer bekannt und daher ist natürlich so eine robuste Verpackung auch adäquat. An dieser Box befindet sich dann hier noch so eine Erkennungsmarke mit ein paar Angaben. Und wenn man sie richtig rumdreht, kann man sogar lesen, was draufsteht. Dann lasst uns mal reinschauen. Zunächst einmal haben wir hier nochmal einen Warnhinweis. Den hatte ich vorhin, als ich mir das ein bisschen genauer angeguckt habe, eigentlich schon so zur Seite legen wollen, weil da steht ja eigentlich immer das Gleiche drin. Aber ich habe es mir dann doch mal so durchgelesen. Hier gibt es also doch einige Sachen, die man beachten sollte. Schön finde ich ja auch, dass hier Attention and Achtung steht. Aber dann geht das Ganze weiter auf Englisch. Und was ich auch interessant fand, man muss wohl mit dem Medford ein bisschen Geduld haben. Es braucht eine Woche, um sich einzuspielen. Man sollte es in der Zeit auf keinen Fall mit irgendwelchen Werkzeugen bearbeiten, versuchen an der Achsschraube rumzudrehen oder es irgendwie zu schmieren, irgendwie Öl draufpacken. Und diesen Satz hier, den finde ich besonders witzig. Break-in is about a week's worth of normal use or a movie or two worth of time sitting on the couch, opening and closing it. Also anstatt eine Woche es normal zu benutzen, um es einzuspielen, reicht es also auch, sich einfach mal ein oder zwei Filme anzugucken und dabei das Messer immer wieder auf und zu zu machen. Das ist allerdings einfacher gesagt als getan, denn ich habe es jetzt, als ich es eben ausgepackt habe, natürlich auch probiert, so wie ich mir das gedacht habe, dass man dieses Messer öffnet, und habe halt hier mit dem Daumen versucht, über diese Mulde irgendwie die Klinge aus dem Heft zu bekommen, aber es ist schier unmöglich. Also wenn das hier kein Zweihandmesser ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, also da muss man wirklich schon jetzt hier mit Daumen und Zeigefinger irgendwie in die Mulde fassen, am äußeren Ende, um diese Klinge hier tatsächlich aus dem Heft zu heben. Ist also gar nicht so einfach. Bevor ich aber mit euch hier meine ersten Eindrücke zum Messer schildere, schauen wir doch nochmal, was sich sonst noch so in der Verpackung befindet. Hier befindet sich noch so eine Business Card drin mit den Informationen zu Medford, Greg Medford, Chief Designer and CEO, mit seinem, ach, ich sehe es gerade jetzt hier, das, was auf dem auf der Hundemarke da drauf stand, ist anscheinend die Telefonnummer. Dann haben wir hier noch die Garantiebestimmung und auch nochmal Hinweise, wie man jetzt dieses Messer hier am besten nutzen sollte. Und hier noch ganz interessant, es ist geboren am 14.07.2015 und hier ist die Unterschrift desjenigen, der das Messer gebaut hat. Ja, wer kennt die nicht? Ich finde es eigentlich erstaunlich, dass hier bei so einem schweren, kräftigen Brocken von Messer so viele Hinweise gegeben werden, wie man dieses Messer behandeln soll.
ja, bei den wesentlich leichteren und man sollte dann annehmen, auch nicht ganz so stabilen Messern steht da viel weniger zu. Jetzt machen wir die Box mal wieder zu. Schieben Sie hier irgendwo dekorativ an die Seite. Mal gucken, welche Seite. So. Ja, und jetzt haben wir hier dieses Monster von Messer. Das ist jetzt mein erstes Mal, dass ich überhaupt ein Messer von Medford in den Händen halte. Ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nicht sehr mit der Messermarke und den einzelnen Modellen beschäftigt, weil dieses Messer ja so gar nicht in mein normales Beuteschema passt. Aber als mir der Thomas angeboten hat, mir das Messer mal, auch wenn es nur für wenige Tage ist, zur Verfügung zu stellen, habe ich natürlich nicht abgelehnt, weil wann bekomme ich sonst schon mal Gelegenheit, solche Messer mal mit eigenen Augen zu sehen und einfach auch mal mit eigenen Händen zu bespielen. Ja, wie eben schon gesagt, einfach zwei schwere Titanplatinen und dann eben diese Monsterklinge dazwischen. Hier als Backspacer nochmal ein Glasbrecher eingesetzt. Und das war es dann auch schon, wenn man von den beiden Abstandshaltern hier absieht. Die sind, soweit ich das eben feststellen konnte, ebenfalls aus Titan. Hier habe ich zumindest mit dem Magneten, wenn ich hier mit dem Magneten so rüber gehe, dann wird er nicht angezogen. Hier hinten ist klar, weil der Backspacer hier aus Stahl ist, gehärtet, nehme ich an, damit der Glasbrecher auch vernünftig funktionieren kann. Ja, und jetzt nochmal zu der Klinge. Ich habe es ja eben schon gesagt, es ist für mich zumindest im Moment, ich habe dieses Messer jetzt vielleicht gerade mal ein paar Minuten in den Händen gehabt, noch keine Option, es einhändig zu öffnen, außer eben auf die doch sehr umständliche Art und Weise mit zwei Fingern hier und mehrfach geholfen, um die Klinge dann endgültig einrasten zu lassen. Also da ist es, glaube ich, im Moment für mich deutlich einfacher, die zweite Hand zur Hilfe zu nehmen und dann die Klinge aus dem Heft herauszuziehen. Ja, und die Klinge ist auch ganz anders als die meisten Messer, die ich bisher so in den Händen gehabt habe. Haben wir so eine Art Tanto-Form mit zweigeteilter Schneide, einmal hier sehr gerade und dann hier vorne nochmal an der Spitze. Und wie ich das eben schon ausprobieren konnte, an einem Stück Papier ist die Schärfe hier doch recht ordentlich. Und hier auf den flachen Teilen fällt dann natürlich diese Mulde ins Auge, die, so wie ich es jetzt erkennen kann, eben auch als Nagelhau sozusagen dient, als Fingermulde, um überhaupt die Klinge aus dem Heft zu bekommen. Dann haben wir hier das Medford-Logo. Und das D daneben würde ich jetzt mal so interpretieren, dass die Klinge aus D2-Stahl gefertigt ist. Wir haben es hier mit einer doch recht ordentlichen Klingenstärke zu tun. Die liegt hier bei etwa 5 mm, wo ich gerade schon mal dabei bin. Die Klinge hat auch eine sehr beeindruckende Höhe, die hier bei 4,6 Zentimetern liegt. Und dann machen wir auch gleich mal weiter mit den technischen Daten. Die Klingenlänge beträgt 9,5 Zentimeter in etwa und die brauchbare Schneide würde ich mal so sagen bei 9 Zentimetern. Und das Ganze hat eine Gesamtlänge von knapp 22,5 Zentimetern. Hier die Spitze mitzähle, dann sind sogar 22,6 Zentimeter Gesamtlänge.
Und dieses Medford Praetorian, ist es glaube ich, bringt ja 261 Gramm auf die Waage. Also da sollte man schon einen Gürtel oder Hosenträger tragen, damit man nicht irgendwann ungewollt blank zieht. Ja, schauen wir einfach mal weiter hier auf die beiden Platinen. Auf der Vorderseite fällt zunächst ins Auge, dass wir hier eine proprietäre Achsschraube haben. Also da braucht man sicherlich dann ein Spezialwerkzeug, um hier Einstellungen vornehmen zu können oder das Messer zu zerlegen. Aber davon rät Medford ja ab, wie wir eben gesehen haben. Dann hier diese Mulden, wo ich zunächst angenommen habe, dass sie jetzt für die Finger sein sollen, um halt den Griff auf dem Messer zu erhöhen. Allerdings, wenn ich mir das jetzt hier so angucke, dann kann ich hier gerade mal so zwei Finger in diese Mulden unterbringen. Die vordere Mulde erreiche ich gar nicht. Das hängt sicherlich dann aber auch von der Fingergröße ab. Aber sie geben schon ein bisschen Halt. Wobei, wenn sie jetzt gar nicht da wären, hätte es sicherlich auch geklappt. Wäre es auch einfach nur ein optisches Gimmick. Was aber Halt gibt, und das merke ich jetzt gerade hier, ist dieses Jimping. Ja, Jimping ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt. Auch hier im Klingenrücken sind einfach drei große Mulden eingefräst worden oder eingefeilt worden. Und der Abstand, der ist eben ausreichend, um hier dem Daumen richtig Halt zu geben. Der frisst sich hier so richtig rein. Da passiert überhaupt nichts. Ich gehe davon aus, dass solche Messer hier eigentlich nicht mit blanken Händen benutzt werden, sondern dass man hier schon Handschuhe trägt. Und da ist es dann natürlich gut, wenn hier das Jimping auch mit Handschuhen noch effektiv ist. Und das unterstelle ich jetzt einfach mal bei dem Abstand hier. Das Ganze setzt sich dann auf dem Messerrücken hier fort, auf den beiden Platinen. Beiden Seiten sehr symmetrisch gearbeitet. Gehalten werden die Platinen hier über diese, jetzt lasst mich nicht lügen, es ist kaum zu erkennen, ob es Torx-Schrauben sind oder ob die eventuell auch noch, nee, das sind Torx. Genau, also hier diese vier Schrauben halten jetzt die beiden Platinen zusammen und auf der Frame-Seite auch wieder hier die Achsschraube. Finden wir dann noch den Pocket Clip, ebenfalls aus Titan. Er ist hier, so wie es aussieht, leicht eingelassen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier unter dem Griff ist noch mal so eine Aussparung in der Platine und da sitzt dann der Clip drin, wird gehalten durch eine zusätzliche Schraube. MKT für Medford Knives and Tools nehme ich an. Und so wie ich das erkennen kann, haben wir hier keinen Stahleinsatz in der Speerfeder. Das heißt, hier steht tatsächlich Stahl auf Titan. Und das erklärt auch, dass es hier noch so einen Widerstand gibt, also den typischen Sticky Lock. Man muss hier also doch recht kräftig gegen die Speerfeder drücken, um sie zu entriegeln. Und wie man hier auch gut erkennen kann, steht die Speerfeder noch sehr, sehr am Anfang. Also ich würde mal sagen, das sind hier keine 20%. Da ist also noch deutlich Luft, falls sie wandern sollte. Die Klinge wird absolut spielfrei gehalten, weder seitlich noch nach oben oder unten haben wir hier irgendeine Bewegung. Die beiden Anschlagpins finden hier im geöffneten Zustand ihren Platz sehr, sehr sicher und werden hier gut gehalten. Das gleiche gilt auch im geschlossenen Zustand. Auch hier schnappen sie in die entsprechenden Aussparungen gut ein.
Der Detent ist extrem stark. Also die Klinge wird richtig gut gehalten. Ich muss ja doch einiges an Kraft aufwenden, um die Klinge aus dem Heft herauszuziehen. Also ein wirklich enorm stabiles Messer. Und bei dieser Stabilität hätte ich auch keine Bedenken, damit schwere Arbeiten zu machen, die man normalerweise mit einem Klappmesser nicht machen sollte. Selbst leichtes Betoning, wenn man es denn machen muss, wäre hier sicherlich kein Problem. Und es wird sicherlich auch keine Kokosnuss geben, die diesem Messer hier lange standhält. Es ist schon ein echter Brummer. Ja, über die praktische Nutzung kann man jetzt natürlich diskutieren. Im normalen Alltag kann ich mir dieses Messer hier überhaupt noch nicht vorstellen. Also da muss mir mal einer sagen, der so ein Medford hier in seiner EDC-Rotation hat, was er denn tatsächlich mit diesem Messer tagtäglich macht. Denn Apfelspalten wäre eine Sache, die man da sicherlich mitmachen könnte. Aber mit Schneiden ist hier wahrscheinlich nicht allzu viel. Da wirkt hier diese breite Klinge doch wirklich eher als Spalter, als dass sie vernünftig schneiden kann. Es ist aber natürlich ein Hingucker, ein Spaßmesser, das viele Leute sicherlich erstmal ungläubig staunen lässt, wenn sie es zum ersten Mal sehen oder in die Hand nehmen, so wie es jetzt bei mir auch der Fall ist. Ja, und ansonsten, wenn es jetzt professionell genutzt werden könnte, weil Medford schreibt ja auch, dass sie halt taktische Messer herstellen, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es tatsächlich als Einsatzmesser genutzt werden soll, mit Handschuhen. Die Klinge ist sicherlich stabil genug, um vielleicht auch leichte Hebelarbeiten damit auszuführen. Ich kenne mich allerdings zu wenig mit der Geschichte von Medford aus, um sagen zu können, dass zur Kundschaft von Medford eben tatsächlich Militär gehört oder irgendwelche Sicherheitsbehörden, die dieses Messer hier dann professionell einsetzen. Von diesem Messer gibt es auch noch eine kleinere Version, das Mini Praetorian, glaube ich. Und ja, das könnte ich mir dann vielleicht schon eher vorstellen, dass man es dann auch mal im Alltag nutzt. Dieses hier ist für mich einfach nur ein reines Spielmesser, ein reines Hinguckmesser, mit dem man einfach mal ein bisschen Spaß haben kann, dass man auch mal härter rannehmen kann. Ja, der Spielspaß beim Öffnen und Schließen hält sich hier im Moment noch in Grenzen. Ich weiß nicht, vielleicht guckt der Thomas weniger Spielfilme, wo er dann mit dem Messer spielen kann. Das ist mir doch noch ein bisschen zu stiff hier. Also da geht sicherlich noch was in den nächsten Wochen, wenn der Thomas da wieder seine Hände dran legt und vielleicht hat er ja noch Zeit, jetzt in den verbleibenden Wintermonaten den einen oder anderen Film zu gucken und damit auf dem Sofa rumzuspielen. Ja, aber das soll es jetzt wirklich gewesen sein von meinem Ersteindruck vom Medford Praetorian. Nochmal meinen herzlichen Dank an den Thomas für das Vertrauen, das er in mich gesetzt hat und mir sein liebstes Messer hier zur Verfügung gestellt hat. Es geht dann gleich nach dem Wochenende auch wieder zurück an dich, Thomas, da brauchst du keine Angst zu haben, dass du hier noch länger auf dein kleines Baby hier verzichten musst. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es bei mir heißt, Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss.